Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Modpack Let's Play. Genau, dem Pixelmon Modpack einfach heißt es. Und ich habe noch die extra Mods noch hinzugefügt, auch Optifine. Genau, dann Fast Leaf Decay, ein paar ja, Chisel and Bytes und Chisel Mod reingetan. Das ist alles noch Iron Chest und Adventures Backpack ist, glaube ich, noch dabei. Jay geht gerade nicht irgendwie. Weiß es nicht. Habe ich eigentlich auch reingetan. Mal gucken, ob die irgendwie aktiv sind, weil ich weiß jetzt noch nicht, ja, weil Jay nicht funktioniert. Ob das Modpack irgendwie die verhindert oder so. Keine Ahnung, aber... Eigentlich habt ihr ja bei meinem Modpack funktioniert und alles. Jo, auf jeden Fall. Genau, schauen wir noch auf die Spawns. Spawnen gerade wieder wenig Monster. Ob das Modpack irgendwie das alles verhindert oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Modpack wenig, dass wir Veränderungen machen. Das ist halt immer doof. Es gibt manchmal so Modpacks. Und das, ja, macht es einfach wieder blöde, da ich gerne ein bisschen anpasse. Aber gut, schauen wir einfach mal. Also auf der Map sieht man ja, sie spawnen immer noch langsam, wo ich das auch hochgestellt habe. Keine Ahnung, was die Modpack-Entwickler da immer wieder vermeiden wollen. Vielleicht damit man auf dem Server nicht alles verändert hat oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie die Leute das auf die Server-Dateien hochladen. Aber irgendwas verhindert, dass ich irgendwie die Mods zum Laufen bekomme. Also den geht Optifine. Da habe ich das Ingame auch. Aber ich verstehe jetzt nicht genau, wieso jetzt zum Beispiel Jay nicht funktioniert. Kann gerne nochmal kurz in den Ordner schauen. Aber ich wundere mich jetzt, weil ich eben das Inventar aufgemacht habe und kein Jay da ist. Ich müsste auf den nächsten Part mal das Mod-Menü runterladen. Das ist ja auch ein Mod, wo die Mods dann angezeigt werden. Genau, wie hoch ist der Baum, ey? Wieso müssen Bäume immer so realistisch hoch sein? Heftigst. Fast Leaf Decay funktioniert auch nicht irgendwie mit den Blättern. Okay. Ganz komisch. Aber leider stürzt ja immer mit der Fehlermeldung 1 das ab, wenn ich das normal modde. Also ein Modpack mache, ein eigenes. Keine Ahnung. Jo. Ja gut. So, also. Da haben wir aber Setzlinge, gell? Kiefer-Setzlinge. Okay, das ist ein Kiefer. Interesting. So. Ja, die haben irgendwie Probleme, die Kiefer-Setzlinge runterzukommen. Naja. So, sonst mache ich aber das andere Modpack wieder fertig. Nein, es geht ja nicht, weil die Biome nicht richtig spawnen. So schade, dass Mods einfach immer Probleme machen in Minecraft. So, was haben wir denn hier? Gut. Hier haben wir so ein Eis-Pokémon. Sieht was wie eine Kerze aus, aber es ist kalt. Was haben wir denn hier? Das kenne ich gar nicht. Okay. Irgendwie so eine Eisstadt. Und die erste Quest. Kennst du das End? Kannst du das End besuchen und mir danach davon erzählen? Ja, ich kann. Super, ich freue mich von dir zu hören. Sehr gut. Ja, Brot. Rote Beete, dankeschön. Nehmen wir noch die Tränke mit, die Flottbälle. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Wenn wir nicht bald zurückgehen. Ja, das ist schon das Problem. Also die Stadt muss ich markieren. Schachtfeder. Kann verkaufen. Und diese Berry. Möchte ich eigentlich mitnehmen. Die ist wichtig. So. Also schauen wir uns dann später. Also es ist einfach eine Eisrenne. Ich glaube, dieses Dorf ist neu in diesem Update rausgekommen. Eisdorf. Oder Dorf.
So. Also schon Eis, oder? Also. Der Typ heißt ja Eis, oder? Genau. Hier müssen wir noch nicht nachschauen. Das schauen wir später nach. Aber kein Pokémon sind. Also jetzt sollten eigentlich die Pokémon in unserem Level. Es ist nicht, dass es wird nicht übernommen. Die Config-Daten, die können nicht verändert werden. Müssen wir damit leben. Aber es wäre natürlich schon ein bisschen besser, wenn wir ein bisschen mehr Pokémon sehen würden. Hier ist auch eine Eisarena. Also wenn das jemand weiß, wie man das noch verändern kann, gerne mal in die Kommentare. Das ist doch richtig doof, wenn sich Moppack-Entwickler so alles vertieft unterbinden den Spielen, oder? Okay, also ein Power-Item. EV, ja. Das ist etwas, was man halt als Profi dann zum Optimieren braucht, aber man muss das nicht so intensiv am Anfang machen. Also wenn man wirklich optimale Pokémon braucht, dann macht man das. Aber am Anfang war man. So. Ja, das sind sehr viele Items wieder. Okay. Das, was wir aufstecken können, nehmen wir mit. Ja. Ich brauche nicht alle Bälle und. Okay. Ja. Du hast recht, aber er hat gehört, du. Du bist ein Hundestein, ein Grabstein. Ein Grabsteinhund. Hallo Grabsteinhund. Wie geht's dir so? Also dann haben wir kein Pokémon Center. Das ist eigentlich ganz hinten hier. Ja, ja. Ich mache auch manchmal auch. Ich bin kein Hund, aber. Naja, das ist das, was wir gesammelt haben. So, also, dann müssen wir Richtung will ich ein Haus bauen? Irgendwo? Wo ist unser Haus? Wir haben doch ein Haus gemacht, einen Wegpunkt. Ah, da hinten dran. Gut, also gehen wir wieder in die Richtung. Jo, jetzt haben wir schon mal genügend erkundet. Jetzt müssen wir mal noch schauen, ob wir den Backpack noch machen können und so. Ich habe auch keine Ahnung, wie man den wieder macht. Das ist halt blöd, wenn die Mods, die uns helfen, unterbunden werden. Naja. Gehen wir mal ein bisschen außen herum. So. Das ist auch eine Fichte. Das ist eine andere. Das ist der andere Baum. Atane. Genau. Jetzt einer von denen ist. Bin mir nicht mehr so im Rechten darüber. Im Klaren darüber, ob es so eine war. Ja. Gut. Jo. Genau. Ich schaue eben noch wegen, ja, ob man die Mods auch benutzbar machen kann. Sehr Kids. Wäre schon gut. Und die Config-Datei auch. Vielleicht ist irgendwas, was das einfach unterbindet, hinten dran. Ja, ist echt schade. Gut. So. Echt schöne Blumen. Die Pilze. Okay. Was ist das, ein Fifchen? Ich möchte gerne eins fangen jetzt. Komm. Ja, ja, dem. Okay, ich fange es jetzt schon. Ja, wir haben noch nicht die Schwachen. Ich benutze mal einen Flottball in zweiter Runde. Wie groß ist denn die Chance? Wie ein Hyperball oder so? Ein bisschen stärker. Nee, es ist wirklich ausgebrochen. Ich denke mir immer so, Level 5 Pokémon, die müssen doch im Mai bleiben. Im Pokéball bleiben. Ja. Dankeschön, Kamera, dass du dich bereit hast. Ja.
Boah, geht das lange. Okay, ein Schnabel. Ja, wieder. Skill. Jetzt Gay, Katze Gay. Das ist wieder einfach. Ich habe das noch nicht verändert mit dem T. Fang ein Tipp und fang ein Pokémon, wenn du war, genau. So, also, ich muss nochmals die Steuerung. Dann Chat öffnen. So. Meine Güte. Jetzt doch dieses Eingabeständli für Chat. Und eben, das. Also, wir haben hier eine Config-Taste, die nicht geht. Der Modpack-Nutzer, der will unbedingt, also der Macher, der will unbedingt, dass wir nichts verändern dürfen im Singleplayer. Keine Ahnung. Dann in die Richtung, genau. So, Kramox sind ganz klein. Und mein Ding ist ja ziemlich groß. Wie kann ein Rabe so viel kleiner sein als eine Eule, eine kleine, winzige Eule? Jo. Es gibt immer wieder irgendwelche Töne, Geräusche, die recht laut sind. Ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Also Umgebung ändern. Da muss ich diese Einstellungen reduzieren, die mich einfach so ein bisschen ablenken. Aber gut. Ist dort. Hä, ist das, das die Stadt dann? Ist es. Das muss irgendwo hier drüben sein. Da waren wir noch nicht bei diesem hellen Licht, oder? Ja gut. Ah, hier haben wir Körper da. Das ist eigentlich sehr gut, aber die sind hoch. Ja, wir haben das 8. Oh, bin ich glücklich. Jo, für mich nicht so geeignet, wenn ich die Mods nicht haben kann. Ich bin auch gerne mit den Mods aktiv. Und das andere ist ja verletzt, nein, von Lenzen. Okay, wo war das Licht? Dort. Oder war ich schon dort im ersten Mal? Nein. Dort war ich schon. Jetzt wird er auch aufgedeckt hier. Ah, okay, das ist doch dort gewesen, wo wir schon durchgelaufen sind. Also haben wir das schon entdeckt? Ja, egal. Schau noch mal kurz hin. Es ist ein Pokémon-Stop. Waren wir hier? Nee. Das ist ein Levelball. Hier waren wir direkt noch nicht. Ach komm. Ja, ja. Mit Putt. Gut. Wieder Ball nochmal. Das ist Safcon Nettepot. Okay. Irgendwas mit Nettepot. Ich mag keine Putz. Pots ist ein Behälter, glaube ich, oder so etwas. Könnte sein. Okay, den Ball nehme ich noch nicht. Hm. Doofes Inventar. Na gut. Also, wir müssen zu Haus 1. Und schon mal die Apikokos. Ah, ich dachte schon, das wäre irgendwie so ein Gebäude, aber es ist nur ein bisschen. Ja. Laubwerk drauf. So. Oh, du bist ja dieses Pachusu. Pachiriusu, okay. Genau. Wieso ist der Baum jetzt dort dick? Ist das auch wieder neu vom Geomod? Dass die dicker wäre? Ja. Auf jeden Fall interessant. Also Flottbälle brauchen wir anstelle. Also Safari-Bälle haben wir, glaube ich, nicht nötig. Die pflanzen wir an. Schon mal zu. Ja, nutzen. Ne? Schnellladenbuch, Namensschild. Also dann nutze ich doch mal die. Stein brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Also zuerst einmal ein paar Kisten machen. Hey, werde ich doch
richtig aus. So, dann brauchen wir einen Ofen. Nehmen wir gleich zwei Öfen. Und wir können drei machen, dann haben wir nicht mehr so viel Stein. Und ich muss ja eben mal die Pokémon-Sachen hochladen. Damit ich mehr Übersicht habe. Genau. So. Boah, ist das ziemlich schwer. Also, ich tue die Aprikokos mal ein bisschen weiter außen. Oder hier muss ich sowieso ein bisschen Garten haben. Hier nicht. Aber, ja, hier in die Ecke. Ich glaube, ich mache immer nur einen hier. Das reicht bei jedem aus. Einfach so manchmal andere Steine, ja, nicht nur Gras, das macht so viel lebendiger. Also auch wenn das nie funktionieren würde, weil einfach der Modpack nutzt es nicht will, spielen wir einfach das Modpack so wie es ist, also einfach mit Optifern. Und wenn wir doch das noch hinkriegen, wäre es einfach cooler, weil wir noch extra Features haben. Ja. So. Sehr gut. Also haben wir ein bisschen. Dann haben wir einfach noch das. Ja, ein bisschen. Also, dann pflanzen wir einen Kiefer. Ja, da ist jetzt gerade. Was ist denn das? Das ist ein Skaraborn? Hä? Ist das Mega-Entwicklung? Zeig dich doch mal von vorn. Ey, zeig dich doch von vorne. Ach komm, du Angsthase. Ach komm, ganz. Ganz auf Bild. So. Dankeschön. Also mache ich hier einen noch. Einfach hier einen und dann tun wir einfach ein bisschen ab wechseln mit den Bäumen, die wir hier pflanzen. Aber wir haben schon ein bisschen wenig Platz gerade hier. Ich hätte mehr. Ein Datiri ist, glaube ich, Feuer, hä? Feuerflug. Sache, dass wir sie mir zuerst mal noch aufschneiden. Ich möchte eigentlich ein Datiri auch benutzen, oder? Ist es Level 7 oder so gewesen? Level 8. Okay. Es könnte uns viel schaden machen, der Glut oder so. Ja. Ist nicht so gut. Und ich immer so lange warten. Okay. Also ein Hyperball ist scheinbar sehr stark gegen auch Low-Level-Pokémon. Ich dachte immer so, man muss das richtige Level auswählen, also nur ab 30 oder so. Okay, das ist gut. Sehr schön. Also haben wir noch ein Datiri. Und ich finde, das Datiri ist einen guten Bautz, wie sagen wir denn? Jo, einfach, dass wir zwei Flug-Pokémon haben, ist jetzt nicht so gut, aber es tut's coachen sozusagen, oder? Also, ich möchte gerne Eisenerz jetzt machen. Gut. Jo, ich vermisse schon das andere Let's Play zum eigenen Modpack, oder? Aber dort konnte ich einfach mal ein bisschen trainieren. Und das ist jetzt zum Beispiel das Hauptprojekt. Also, es muss ja das Hauptprojekt sein, weil das andere ziemlich, ja, nervig wieder vermottet ist, oder? Das heißt also, ja, zu viele Probleme gemacht hat. Ich glaube, das reicht. Ich pflanze jetzt nicht alles so mega. So, und dann haben wir noch genügend. Genau, Bruchstein. König Hacke.
Und eine Spitzhacke mache ich dann aus Eisen. Und eine Axt hier. Schaufel lasse ich mal aufstellen. Gut, dann haben wir ja, Weizen. Wir haben Kartoffeln irgendwo. Wo haben die Kartoffeln? Da haben wir es noch. Karotten. Und rote Beete ist auch irgendwo. Ja, bräuchten wir eigentlich nicht. Rote Beete ist auch dort. Okay. Ich habe nicht alles im Inventar. Ich hatte immer nur in der Kiste. So. Ich messe jetzt nicht so fest ab. Also am Anfang immer natürlich. Ja, danke schön, Hobbygärtner. Nice. So, dann haben wir Kartoffeln. Machen wir eine Reihe Kartoffeln, die werden ja befürchtet. Dann rote Beete. Und dann Karotten. So. Dann haben wir alles angepflanzt. Sehr gut. Was könnten wir noch? Da ist noch etwas. Also was war jetzt mit dem Backpack? War Redstone? Ich glaube, es war noch Redstone drin. Glas auf der Seite und dann war noch etwas. Glas hätten wir hier aber zu wenig. Da müssen wir noch ein bisschen Sand mitnehmen. So, also. Gut, erstmal die wichtigen Werkzeuge, ein bisschen buddeln. Im Schaufel mache ich einfach noch nicht. Ich will es wieder aufbauen. Steinhacke rein tun. Gut. Also wir sind hier. Ja, es war hier. Okay, die Bäume sind immer hoch. Es war hier, genau. Wir haben jetzt Holzkohle und Sticks. Und genug Holz dabei. So, jetzt. Wunderbar. Ja. Also. Ich bin froh. Es ist jetzt anders. Was ist das? Hä? Speckstein. Sieht nämlich richtig geil aus. Und das hier ist auch Speckstein? Nee, das ist ein bisschen anders. Ey, wie geil. Also der Mod, der ist umfangreicher mit den Biomen, was ich gedacht habe. Jo. Ich bin froh. Ich bin echt froh, dass andere Mods drin sind. Nicht meine Standard-Mods. Oh. Lol. Ein Stollen einfach direkt. So. Also, dann haben wir doch wieder Glück. Genauso wie eigentlich das Test Mod-Packs sozusagen. Hä? Ist Create denn? Das sind doch die Blöcke aus Create. Schake. Schlakebruchstein. Okay. Schlake. Nicht die Schake oder die Schnake, sondern die Schake. Oh, ich bin leider nicht gerade so der Bergbauexperte. Aber Schlake, ja, kennen wir Schweizer nicht. Das ist eher ein deutsches Wort. Ich weiß es nicht genau, was wir sagen zu Schlake. Doch, wir es einfach nicht nennen, weil wir es einfach nicht brauchen. Die Deutschen brauchen es. Aber ich kenne es eigentlich eher so aus anderen Spielen als aus dem deutschen Gebrauch oder so. Kennen wir aber aus Schweizer wirklich dann überhaupt nicht, weil ihr das Deutsche nie ausspricht. Aber irgendwie habt im Wortschatz. Ich denke mir immer, bin ich von einem anderen Planeten, wenn ich Schweizer bin? Es ist halt so unterschiedlich zu Hochdeutsch. Ich bin echt nicht der Vielleser und Vielfernsehschauer, ich einfach nicht immer weiß, wie es ausgesprochen wird oder wie es überhaupt heißt im Großen und Ganzen. Jo, viele Wörter sind im Schweizerdeutschen halt ganz anders. Oder haben eine I im Schluss. Ja. Also die Kohle nehme ich jetzt nicht mit. Ein bisschen Eisen noch.
So, aber ich möchte zurück zum Stollen. Hallo, Stollen. Wieso hörst du einfach auf? Bauxit nehmen wir noch nicht so kompliziert mit. Du hast hier auch den Schluss, ja. Stollen, mach dich weiter. Zeig dich. Erblick dich. Du bist ein tolles Fundament. So, oh. Amethysten, hä? Okay. So ein Mist. Wir müssen das schon mit Eisenspitzhacke bauen. Naja, ist auch ein wertvoller Stein. Man nutzt ihn einfach noch nicht so schnell. Gut. Aha. Eisen hat sich ja noch ein bisschen versteckt. Aber ich finde den Stein auch sehr schön. Wollen wir da das Dach draus bauen? Jetzt muss ich aber wissen, ob man überhaupt Treppen aus diesem Stein machen kann. Soll ich ihn hier ein bisschen farmen? Nee, noch nicht. Also, aber ein bisschen Fäden brauche ich. So. Die Schiene nehmen wir auch noch nicht mit. Hier ist einfach fahren. Und das ist auch wieder dieser Speck. Nein, das ist etwas anderes. Steiniger Stein. Oh, hätte ich jetzt niemals gedacht, dass der andere Stein ein steiniger Stein ist. Was macht ein steiniger Stein so? Noch steiniger sein als ein Stein? Okay. Bauxit will auch nicht abgebaut werden. Oh, Drago hat einfach zu schlechten Loot. Er ist nur nicht so weit zum Abbauen von diesen schwierigen, starken Steinen. Strongest Stones. Ah, das ist wieder die Weiterentwicklung. In diesem runden Segment-Schichtgestein. Genau. So, aber so weit wollte ich jetzt eigentlich nicht hier herumdudeln. Ich möchte ja mindestens irgendwas noch Geiles finden. In deinem Stollen kannst du schon etwas finden, aber es ist nicht so geil, habe ich das Gefühl. Was sind denn Truhen, wenn man sie mal braucht? Hier ist Wasser. Einmal über den Stein. Also ein Stolunio, das ist aber zu hochlevelig noch. Hm. Jetzt muss ich mir doch noch mal das Fackeln machen. Ne? So, haben wir noch Holzkohle hier. Gut. Ich bin einer, der setzt nicht Kohle gern ein. Ich setze lieber auf Holzkohle oder direkt auf irgendwie, ja, Lava. Ja. Oh, das Koppel wieder. Hm, hier ist wieder nichts. Ach, das Spiel will mich doch ein bisschen verhalten. Bitte wirken. Das ist nicht mehr so einfach. Ich habe irgendwie das Gefühl, es tut mir gut, ein bisschen schwieriger zu haben. Aber die Möglichkeiten sind ein bisschen reduziert worden. Okay. Gut. Die sind auch nicht aggressiv irgendwie. Hm. Okay. Doch, wir haben noch ein bisschen Größe. Ich dachte, das wäre jetzt fast fertig. Da haben wir noch dieses Aluminium. Ne? Aha, Krakela wartet hier. Mhm. Einfach. Wenn einfach, einfach, einfach ist. Dann Drago glücklich, aber gerne hat schwer. Und Deutsch hat er auch gut. So, also, wir haben die Eisenspitzhacke noch natürlich. Da haben wir auch ein bisschen Kohle. Wie findet ihr Yoda? um Deutsch zu kompensieren. Ja. Ich sein Yoda. Und ihr? Schweizer tut sich ein bisschen rausschleimen.
sagt, ja, ich kann doch gut Deutsch, ich hatte immer gute Noten. Nur die Übung ist langsam ein bisschen weg. Ach, die Übung ist immer noch da. Klar, natürlich. Nur so ernst nehme ich die deutsche Sprache echt nicht mehr so. So, also, ich finde Schnösel, also so Streber, die immer alle verbessern müssen, sowieso qualvoll. Nervig. Auch wenn man gut schreibt, man hat immer wieder dann wieder irgendwas zu ja, hören, oder? Oh, da hast du nicht richtig geschrieben, du Armer. Nein, du nicht Armer, du bist böse, wenn, also du bist schlecht, wenn du einfach nicht Deutsch schreibst. Oder, ja, redest. Ich weiß nicht, wieso ist vielen YouTubern oder Discorder vor allem Deutsch so mega wichtig. Auf Discord, das ist ein Chat, da musst du doch nicht alles, ja. Aber es sind viele Deutsche, irgendwie mega streng mit der Rechtschreibung. Aber ich habe das Gefühl, die machen es trotzdem auch selber immer wieder falsch. Also ich sehe, okay, das hat jetzt sehr geleckt. Trotz Optifine leckt es immer noch irgendwie. Ist das der World Gain oder ist das einfach das Modpack? So ist denn manchmal noch in so einem Mega-Lag. Also es ist jetzt nur zwei oder dreimal aufgetaucht. Seit 16 Minuten, oder? Okay, ich habe 31 schon. Gut, wir müssen aufhören. Wir machen das nächste Mal hier weiter. Dankeschön fürs Zusehen und ja, sonst hat YouTube immer lange Bearbeitungszeiten, das will ich denen nicht antun. Gut, tschüss zusammen.